Hallo meine Lieben, da sind wir wieder, euer Neo und euer Vagacondios, Pugnu Productions und LPTS in Gaming mit einer neuen Aufnahmesession. Jo, heute spielen wir online, beziehungsweise von User erstellte Maps. Wobei da schon eine in der Liste ist, rechts in der Liste die 1, 2, 3, die vierte. Ja, sollte zufälligerweise der Ersteller gerade zugucken und auch zufälligerweise deutsch sein. Alter, super Arbeit. Echt Krass geil, geil. die Gateway. Wirklich Optisch geil. Hammer. Ja, also Also ich. optisch wirklich Hammer. Und macht auch Spaß zu fahren. Das auf jeden Fall. So, wir wollen gar nicht so lange quatschen. Ich gebe dann mal Go, ne? Ja. Gut. Die meisten Strecken kenne ich übrigens nicht. Die hat der Neo gestern in seiner. Ja, ich habe mir noch bis tief in die Nacht vor euch den Kopf zerbrochen, was wir fahren können. Dementsprechend noch ein bisschen müde. Aber ich glaube, das ist ein guter Ausgleich dafür, dass du die Strecken nicht kennst. Ja, also, da war schon direkt verkackt am Anfang. Hier komme ich drüber, dann bin ich. Ey, komm, komm, komm. Jawohl. Scheiße. Oh, scheiße. Ah, hier liegt die Schwierigkeit ganz klar darin, erstmal zum nächsten Checkpoint zu kommen, weil die ziemlich weit auseinander sind. Ich glaube, bei mir hat es gerade gepiept. Gut. Als was ist jetzt die Strecke deklariert? Ist, glaube ich, jetzt schwer deklariert. Gut. Scheint gerade noch Also ziemlich die leicht vor Evo der war Hand es zu auf jeden gehen. Fall. Ja, es ist wieder du, wenn du hier einmal irgendwo nicht rüberkommst, hast du eigentlich so eigentlich meistens sofort die Arschkarte, weil du nicht wieder auf den Rädern landest. Upsa. Oh, ich habe gerade zufälligerweise noch den Checkpoint mitnehmen können. Ja, auch hier schon wieder. Ich bin hier gerade eher vom Glück verfolgt als vom Ja, ich merke das Können. schon. Bin ja auch vorhin mit weniger Fehlern Ups. durchgegangen, als ich jetzt habe. So, und ich glaube, hier müsste irgendwo das Ziel sein. Und da springe ich doch jetzt einfach mal so rein. Ich habe die Strecke vorhin mit zwei Fehlern gemacht. Mit zweien. Tja. Oh, ist nicht wahr, ey, komm. Komm. Ja, ach komm, fick dich doch. Na, jetzt bin ich oben. Buff. Der erste DNF geht an Neocrack. Custom Finish, super. Ich habe mich erstmal den Achievement entlockt. Geil. Toll. Was für ein Achievement? Custom Finish. Heißt? Weiß ich nicht. Custom ist Dings und Finish ist beenden. So, wir spielen Shyman. Irgendwas mit Shyman. Schüchterner Mann Cheyenne, also wenn du es wörtlich übersetzen möchtest. Keine Ahnung, ich bin Englisch der Gastheniker. So, geht ja schon gut los. Fliegen wir hier schön aufs Maul, brechen ihm immer noch das Genick dabei. Und Ach komm, geh doch. komm, das will ich jetzt aber auch. Ja, er hat's vorgemacht, ich mache es nach, aber dafür habt ihr gesehen, hier habe ich ihn wieder abgezogen. Hupsa. Hupsa, Willst du jetzt was hui. für einen Fehler reinknallen? Ja, zu schnell. Dann hat mir die Birne gerammt. Und da habt Am ihr gesehen, Tor. mit welchem Stunt ich hier gerade den Checkpoint erreicht habe. Ich habe mehr Glück als Verstand. Das ist echt so. Und hier kacke ich gerade voll ab. Das ist doch nicht wahr. Los. Scheißendreck. Da ist der Neo schon wieder. Er hängt mir direkt im Nacken. Das wollen wir aber nicht. Und er zieht an mir vorbei, dieser kleine Pisser. So, er hat es wieder Ja. vorgemacht. Das heißt, ich habe jetzt wieder Zeit, ihn einzuholen, abzuwarten, die Ruhe selbst zu sein. Verdammt, so viel dazu. Und ich glaube, Neo darf heute mal einen Sieg mit nach Hause fahren. Alter, jetzt ist die Kamera. Oh, jetzt sind wir beide hier an der Stelle. Ich bin hier runtergerast. Ich wusste nicht. Warte, hier braucht man sehr viel Feingefühl, so wie der Neo das eigentlich nicht hat, aber er hat es geschafft. Ja, irgendwie macht das mir gerade immer vor und ich mach's Ja, nach. wie gesagt, ich kenne die Maps ja auch schon, aber Dutch. komischerweise kannst du im Singleplayer da durchfliegen. Ich bin durch das Glas geflogen, eben hat's nicht geklappt. Ich bin auch dagegen gesprungen. Hast du eigentlich gemerkt, dass man uns angeschossen hat, also versucht hat abzuschießen? Nein, ich war auf sowas nicht fixiert. Ja. So, wir spielen Portal. Bottle. Ein bisschen alter Spiel, es gibt auch schon einen zweiten Teil davon, aber bla bla bla. Ich mochte das nicht, muss ich ganz Portal ehrlich ist sagen. cool. Fand's nicht so toll. Doch, irgendwie schon. So, ich weiß nicht, was mich hier erwartet hier. Huch. Auf jeden Fall ist die Strecke hier als leicht deklariert. War das richtig jetzt?
Ja, ich glaube, aber sie ist es eigentlich, also aus meiner, ich finde sie persönlich, sie ist es definitiv nicht. Also leicht ist die ist alles andere als leicht. Vor allem gerade, weil du im ersten Moment nicht weißt, warum die Teile sich bewegen. Wo bist denn du schon? Ich bin eigentlich mit dem Ziel, so wie es gerade aussah, aber ich bin genau vor dem Ziel, bin ich abgekackt. Oh, da ist Neo, der kleine Spacken. Nee, ich war doch nicht vor dem Ziel. Das sah aber ebenso aus, wo ich da. Naja, gut, doch, die ist eigentlich schon relativ leicht. Ja, ich finde sie ist ein bisschen tricky, weil du halt permanent diesen Wechsel drin hast. Ja, sobald er einmal weiß, warum die Kameras hier so komisch wechseln und ja, wie was fällt, ja. Normal, so, jetzt kommt die vierte Strecke, ja, jetzt sollte Gateway kommen. Oh. Ja. Gateway war cool. Ladet euch die Strecke runter, die ist wirklich, wirklich geil. Ja. Nein, ich habe die Evo genommen. Die kann man doch auch nehmen da, oder? Ja, aber ich bin die für 50er letztes Mal gefahren. Ach, jetzt habe ich auch die Evo genommen. Jetzt war ich so vertieft in dem Gespräch. Kacke, egal. So, also das hier ist wirklich die beste Strecke, die ich in Twilights gefahren bin. Aber besser als die originalen. Das mal auf gefällt jeden Fall. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ach du Scheiße, was habe ich hier gemacht, ey? Ja. Hier hatte ich eigentlich keine Probleme. So, jetzt geht's ein bisschen bergauf. Haben wir gestern schon festgestellt, das erinnert so ein bisschen an Pandora von Avatar. Ja. Das Ganze. Huch. Aber ich mag den Film ja eigentlich auch nicht aus gegebenen Gründen. Boah, aus welchen Gründen? Ex-Freundin. Aha. Kann ich mitsprechen. Komplett Film. Ach komm. Ach, ich hätte es jetzt geschafft, ey. Das ist übrigens tatsächlich, der ist nicht mal schwer, der Teil, aber es ist der schwierigste Teil der Strecke. Der ist eigentlich Pipi. Das liegt, glaube ich, gerade wieder daran, dass jeder von uns der Schnellste sein will. So, genau, da haben wir es geschafft. Und damit ist das Ganze auch schon wieder gegessen. Es kommt nachher noch eine kleine Strecke, das ist auch noch ein bisschen tricky. Allerdings ist das sehr geil. Sehr geil. Ich reg mich heute gar nicht auf, ne? Warum? Warum reg ich mich nicht auf? Das liegt daran, weil wir nur eine 3-Tage-Woche haben morgen, nächste Woche. Nein, deswegen nicht. Das liegt eher daran, dass ich eh immer gewinne. Weil ich halt der Bessere bin. So, hier ist nochmal. Ja, genau, ich hab's geschafft. Aber also, guck mal, sieht das nicht geil aus hier? Schaut euch den Hintergrund an. Ah, ich krieg's nicht geschissen. Oh. Peter. Wo bist denn du? Jetzt gerade an der Barrikade vorbei mit dem Salto. Ich bin jetzt auf der Steintreppe. Okay. Ich hatte hier gerade eben einen kleinen Fehler drin, den ich gerade ausgebügelt habe. Ach, ich finde das herrlich. Die ist echt schön anzusehen. So, das ist für den Arsch, was ich hier gerade gemacht habe. Ach ja, genau. So war das. Hier war ein Bumper. Und hier. Ich finde das so geil, wenn du hier hochfliegst. Ja. Alleine dieser Ton, der das untermalt, passt so geil, fast so perfekt. Schön verkackt. Ja, den Ton habe ich ja aus diversen Gründen. Also nein, eigentlich ist ein Sound, keine Musik. Ach so. Ist es? Ja, verdammt! Ich muss zugeben, hier hatte ich eigentlich absolut gar keine Probleme beim. Zweimal habe ich die Map jetzt gespielt. Das ist das dritte Mal. Hatte ich nie Probleme an dieser Stelle. So, und damit sollte es das gewesen sein. Ich glaube, wir fahren jetzt nur noch mal einen ganzen Berg hoch. Und dort oben ist, glaube ich, dann das Ziel. Los. Genau. Da ist das Ziel. Und dann springen wir runter zum Höllenzug. Schön aufgespießt mit der Gabel. Fick dich! Wäre das nächste DNF für Neo-Crack? Am Arsch, das schaffe ich. Ich sehe jetzt gerade gar nicht dein Dings. Ich sehe nur mich. Ich sehe deinen Geist jetzt nicht. Und? Ende. Nicht im Ernst. Ha. Ich hab sogar noch mein Dings gezündet, damit ich schneller nach unten fliege. So Super Saiyajin-like. Ah ja. So, zwei Rennen liegen noch. Du hast da keinen Punkt für bekommen, ne? Für die Strecke. Was habe ich nicht? Du hast nur 29 Punkte. Du hattest eben auch 29 Punkte. Du hast für die Strecke keine Punkte gekriegt. Aha, was war denn da jetzt los? Ich weiß es nicht, aber ich find's amüsant. So. Dip, 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 dip.
Ach du Scheiße. Upsa. Ups. Alter. Die Strecke habe ich auch bis jetzt nur einmal gespielt und ich muss sagen, dass ich eigentlich am Anfang keine Probleme hatte, erst am Ende. Ihr werdet ihr auch sehen, warum es am Ende Probleme gab, denn Bowsers Schloss ist echt heftigst. Ohne Scheiß. Ich verstehe gar nicht, warum ich beim letzten Mal hier so abgekackt bin, ne? Jetzt gerade so abkacke. Ich habe beim letzten Mal so haushoch gewonnen. Stimmt doch also gar nicht. Ja, aber ich habe ordentlich. Du hast die Strecke dominiert bis zum Ende und dann war einfach derjenige besser, der es. Ja, ich. Geschafft hat. Genau, wie das normal so ist, wenn man besser ist. Der Bessere gewinnt. Und der Schlechtere verliert. Wie war es? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Genau. So, jetzt kommt nämlich Bowsers Part. Ubisoft. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Wieso wollte ich denn hier jetzt wieder? Da ist wohl ein Vakuum drin. Ne? Los! Ach Gott sei Dank. Nur einer durch kann, nur wenn die schnell genug waren. Ja, du musst da schnell genug sein. So, hier war meine Hassstrecke eigentlich. Das hatte Neo direkt geschafft auf Anhieb hier. Und danach kommt wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange der Entwickler, kannst du ja nicht sagen. Der Map-Ersteller dafür das testen musste, bis das funktioniert. Obwohl er ja selber eigentlich genau weiß, an welchen Punkten er stehen muss, was wir ja erstmal herausfinden mussten. Seht ihr hier? Jetzt schafft der Neo das auch nicht mehr so leicht. Das liegt schon wieder daran, dass wir hier Kopf an Kopf zusammenhängen. Und unbedingt besser sein wollen als der andere. Richtig. Ach, nein! Das gibt's doch nicht. Also hier muss wieder mit Gefühl gearbeitet werden, wie so oft in diesem Streckspiel hier. Verdammt, los! Oh, Fullspeed, verdammt, Mist. Und dann heißt es, Männer haben keine Gefühle. Auch wir haben Hunger, Durst. Ja. In dem Fall auch mal ein bisschen mehr als normale Wut. Ja, das ist ja das Hassspiel überhaupt, das wisst ihr ja mittlerweile. Oh, ficken! Das habe ich heute bestimmt schon 3 Dutzend Mal gesagt. Nein! Oh, ja, los! Ach, du Wichser! Scheiß Wichser! Scheiß Wichser! Ey, das gibt's doch nicht! Leute! Leute! Fehler. Wie viel? 36. Ja, ich hab schon 2, 3 mehr. Irgendwie verstehe ich nicht, warum der hier so absolut fett federt. Das geht mir nicht in meine Birne. Was mir allerdings in die Birne geht, sind die Stahlträger, denn die landen genau auf dem Helm meines Fahrers. Ja, die lassen uns mal schön durch den Kopf gehen. Das ist doch nicht. Ich habe übrigens jetzt einen Skin geholt, damit ich besser zu sehen bin. Ich meine, dieser rote Helm, der hat ja schon sehr penetrant beim letzten Mal rausgeguckt. Aber mittlerweile habe ich auch eine rote Hose an. Alter. Ey, das ist doch nicht wahr. Also so lange habe ich, glaube ich, das letzte Mal nicht mal dran gehangen. Nee, beim zweiten Versuch war ich letztes Mal drüber. Beim ersten Mal bin ich fast durchgefahren. Hast du das gerade gesehen? Ja! Du Spacken, Junge! Nein, er hat den Checkpoint nicht genommen. Nein! Gibt's nicht. Ey, das gibt's doch tatsächlich nicht. Siehst du, was ich mache? Ja. Ich geh einfach mal mit unter. So, fick dich, du Spacken! Und damit sind wir am schwersten Teil der Strecke angekommen. Ich glaube, hier muss ich stehen bleiben. Sieht gut aus. Ich glaube... Ja. Ah, verdammt! Ich bleib direkt hier beim zweiten Checkpoint stehen. Hier ungefähr. Warum federt das Teil so extrem, wenn du da aufsetzt? Das ist ja, ich hab die schwere Stelle geschafft und bin gleich an... Ah, verdammt! Also die Idee an für sich ist eigentlich schon ziemlich geil, finde ich. Also da ist wirklich gut gemacht, dieses NES-Style. Na. Hier habe ich ja gestern schon festgestellt, einfach mit Fullspeed. Einfach gar nicht drüber nachdenken und abwarten, sondern seht ihr, genau, einfach Fullspeed, dann springen wir über Bowser ins Ziel rein. Der Gewinner war ja Kondios. Hui. Ich krieg's nicht geschissen gerade, ne?
Scheißstelle da, ne? Zum Kotzen. Du setzt auf und die federt so weit, als ob da... Tja, mit dem Sieg schon in der Tasche fahren wir gleich die letzte Strecke, denn du hast 3 DNF in 5 oder 6 Strecken jetzt. Ja, es ist, du bist einfach, das ist einfach so. Du bist in Trials einfach ein Gott. Das ist ich finde auch, dass ich gut bin, aber ein Gott ist noch was ganz anderes. Das ist wirklich, der zockt es ohne Unterlass nicht. Richtig, nicht.